Oh, das ist Devil. Hits im Thema. Einkaufsrasel, Plauderkasse, FIFA-Hassel. Live bei uns im Folium Gabriel Vetter. Und da ist er, direkt aus dem Strafraum, der Dominik Devil. Hallo miteinander. Hallo. Warte mal. Merci. Danke. Hallo und guten Abend daheim in der Fernsehdressel. Und auch hier live bei uns im Folium in Zürich. We are 138, 138 Sendung. Willkommen zu Deville. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind keine einfachen Wochen in letzter Zeit. Umso mehr freut man sich doch, wenn die Schweiz gleich etwas hat, ja, wo man so richtig abfeiern kann. Jetzt ist es geschafft. Jetzt ist es geschafft. Halte fest. 15.34 Uhr. 15.34 Uhr, Samstag, 29. Oktober. Wir haben den Weltrekord. Es ist vollbracht. Wahnsinnig. Ja, gell? Wahnsinn. Ne? Hurra, Weltrekord. Der längste Schmalspur Personenzug, den haben wir auch noch bekommen. Bravo. Gratulation auch von mir. 25 Triebzüge, 100 Waggons und somit 1905 Meter haben sich hier auf Bergün aufgeschlängelt. Ne? Ganz ehrlich, da haben doch ein paar Bändler wieder mal Snake in Real Life nachspielen, oder? Habe ich das Gefühl? Ist ja gleich. Reto Scherrer, ja? Unser Lieblingsreporter Reto Scherrer. Scherrer von Blick TV hat die Tragweite von diesem Ereignis, ja, wieder mal geschafft, richtig einzuordnen. Auf diese Bilder wartet die ganze Welt und jetzt ist es passiert. Das ist etwas, was es so nie mehr wird geben, dass wir jetzt einfach ganz fest geniessen. Ja, hä? Also auf diese Bilder hat die ganze Welt gewartet, ist doch klar. Grosse Jubel in den chinesischen Straflagern, ja? An der Front in Kiew und in der illegalen Hinterhofabtreibungsklinik in Mexiko. Riese Begeisterung über das Ereignis. Auch in Bergün selber. Hat Spass gemacht zum Zuschauen. Ja, vor allem Bergün hat jetzt auch nicht so viele Einwohner und es sind auch sehr viele Leute in Bergün gewesen. Habe ich jetzt nicht erwartet, ja. Und auch der Zug war sehr speziell gewesen. Ja, Hauptsache wieder mal neue Girls in Town, ja. Aber der Zug war auch sehr speziell. Dann habe ich mich gefragt, letzte Woche, ist eigentlich schon Black Friday? Hä? Mir ist aufgefallen, es gibt jetzt schon so zwei für eins in Sachen Bundesratsrücktritt. Haben Sie das gemerkt? Nach Ueli Maurer vor ein paar Wochen hat jetzt auch unsere Energieministerin Simonetta Sommaruga ihren Rücktritt bekannt gegeben. Hey, ich weiss es jetzt, zweite Dusche verstehe ich ja noch. Ja? Aber das zweite Zurücktreten bringt jetzt dem Klima sicher gar nichts. Aber 100%. Hey, wenn es so weitergeht, kleben die Renovate-Aktivistinnen die restlichen 5 Bundesräte auf die Strasse. Wir müssen schauen. Da sind alle gehen. Spannend ist natürlich, wer kommt als Nachfolgerin von Sommaruga in Frage. Ja? Wenn bei Ueli Maurers Nachfolge seine Hauptsache keine Aussage für Kontroversen gesorgt haben, ist bei der SP jetzt viel, viel, viel schlimmer. Schaut. Und für uns ist klar, dass die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga eine Frau sein soll. Ja, in Frage kommt kein Er, nur mehr Frauen. Oh mein Gott, das ist mega schlimm. Von überall hagelt es Kritik. Also, von Männern. Ja. Überraschend, auch SP-Männer halten sich dabei nicht zurück. Ja. SP-Ständerat Daniel Josic fühlt sich als Mann diskriminiert. Ja. Ja gut, mit dieser Aussage reicht es doch dann vielleicht zum SVP-Bundesrat, könnte ich mir vorstellen. Nein, natürlich nicht. Er ist ein guter Mann, der Daniel. Immerhin hat er sich aus Solidarität mit den iranischen Frauen Tor abgeschnitten. Haben Sie das gesehen? Apropos, es ist ja schon klar, dass der Daniel jetzt nicht auch noch SP-Bundesrat werden kann, oder? Ich meine, ihr seht es auch, oder? Nein! Nein! Aber wie schwer ist denn jemand zu finden, ja? Also, wie schwer es ist, jemand zu finden, der in den Bundesrat rein will, hat man ja bei der SVP gesehen, jetzt vor ein paar Wochen. Bringt denn überhaupt die SP so ein paar Frauen rein? Die Basler Ständerätin Eva Herzog. Die Berner Nationalrätin Flavia Wasserfallen. Die Berner Regierungsrätin Evi Allemann. Die Zürcher Nationalrätin Minli Marti. Sowie die Basler Regierungsrätin Tanja Soland. Noch nicht kommuniziert haben die ehemalige Aargauer Ständerätin Pascal Roderer, Rebecca Ruiz, Staatsrätin des Kantons Waadt. Bereits abgesagt haben die Zürcher Regierungsrätin Schaffin Scheer, die Zürcher Nationalrätin Priska Seiner-Graf, die Sankt-Anna Nationalrätin Barbara Gysi und die Tessiner Ständerätin Maria Karolin. Ja, ist gut, wir haben es verstanden, es hat genug. Ist gut, es hat genug, wir haben es verstanden. Ist ja gut so. Die Geschichte hat ja gezeigt, zwei Männer auf dem gleichen Posten, das kommt selten gut. Ja? Weder in der Politik, noch in der Musik.
Und schon gar nicht im Fernsehen. Dann ist noch etwas zurückgetreten diese Woche. Haben Sie das mitbekommen, das gelesen? Etwas, das ich alle benötigt und gerne hatte in den letzten Jahrzehnten. Der alte Schweizer Pass. Seit dem letzten Montag gibt es einen neuen Pass. Schau mal, wow! Er ist, ja, rot, ja, gut. Aber innen geht die Post ab. Habt ihr das krasse Video von der Fettpool dazu gesehen? Schaut mal. Wow, oder? Der neue Disco-Pass ist das. Das Einzige, was an diesem Auto aussieht, ist dein Passfoto. Farbig ist nur ein Panini-Album. Sicher ist nur ein Bärse sein Tagebuch. Und schau mal, aber auch aussen ist doch etwas anderes, was das für eine Kurve, die sich hier eingeprägt ist, ja, wo da so angezeigt wird. Sind das Covid-Fallzahlen eventuell? Oder ist es doch etwa der längste Zug der Welt? Das könnte sein. Komm, mal schauen, was die Kinder im Kindergarten dazu meinen. Wir müssen jetzt alle Strom sparen. Wir müssen Strom sparen. Nein. Nein. Wie können wir Strom sparen? Wer weiss, das hast du eine Idee? Ja. Ja, sag mal. Die Bodenschützen haben das schon, dann geben sie einfach Geld. Habt ihr Strom daheim, Pablo? Nein. Wer kann Strom machen? Der Strom macht. Ich. Gut, ja. Ich. Kannst du Strom? Wie machst denn du Strom? Ich mach fertig mit Wasser und bin fertig. Und wenn wir das Feniswasser tun, dann hat auch Strom im Film. Dann füllen wir das schon einmal die Misario und dann Schwarz und dann Polizei und Feuerwehr. Und welches ist deine Lieblingstaschenlampe? Blau. Okay. Kann man denn Pizza ohne Strom essen? Nein. Nein. Wir können es aufstellen. Die grösste Bank in der Schweiz, die wichtigste Bank, Nationalbank, hat 142 Milliarden Franken verloren. Was? Milliarden verloren. Verloren? Von den Räubern geklaut? Nein, nicht geklaut. Hat es einfach verloren. Richtig. Und ist er dann nicht suchen? Nein, dann hat er etwas kaufen. Dann hat er gedacht, hey, wo ist mein Portemonnaie? Habt ihr auch Geld daheim? Hast du Sackgeld oder Geld daheim? Ich habe auch Geld in meinem Zimmer. Hast du es gekannt? Ich habe es versteckt und die Mami ist in die Wäschschule gegangen, dann habe ich es einfach genommen. Gesehen. Oh, was ist denn mit Brasil? Fußball. In Brasilien haben sie jetzt einen neuen Präsidenten gewählt. Was muss der Präsident von Brasilien können? Was meinst du? Gut kicken. Mm-hmm. Es ist jetzt gerade in der Schweiz der längste Zug durch die Berge durchgefahren. Der allerlängste Zug der Welt. Wie lange war der? Was meint ihr? 100 Jahre. 100 Jahre? Was meinst du, wie lang war der Zug? Millionen. Was? Millionen was? Millionen, so lang. Und du, was meinst du? 119 Waggons lang? Ja. Welche Berufe sind alle in dem Zug mitgefahren? Also, ein Tiger, Leute, Katz, Schlange, Elefant, Tiger, Familie, Pinguine, Endlich. Max, was meinst du, wo ist der Zug durchgefahren? Auf Polen, dann auf Paris, und dann Schweiz und dann fertig. Das ist es. Wo ist er runtergefallen? Vom Berg. Von welchem Berg? Vom Uetliberg. Und was ist mit all diesen Tieren im Zug drin? Tot geworden. Oh. Ja. Hey, auch ganz gross kindliche Freude mir. Noch 14 Mal schlafen bis zur Fußball-WM. Ja? Und Sportmuffeln so, was ist Fußball-WM? Und Sklavenarbeit in Katar so, was ist schlafen? Ja. Trotzdem fängt das Weggeschäft jetzt schon an. Man wettet zwar noch nicht auf Mannschaften, sondern darauf, wer die WM boykottieren wird und wer nicht. Kein Wunder, ist doch die Liste an Gründen, wieso man das Fußballfest in Katar boykottieren sollte, länger als der längste Zug der Welt. Hm? Obwohl FIFA-Präsident Infantino gesagt hat, I can assure you that we are there
I'm personally there as well, to make sure that workers who have not been paid, who have suffered, will be adequately compensated for that. Er wird persönlich anwesend sein, um zu überprüfen, ob alles gut läuft, also ob die VIP-Areas gut klimatisiert sind und der Champagner herrlich perlt. Ja, das wird er wirklich schauen. Kritisiert ist auch worden, warum überhaupt ein WM in Katar, ein Land, wo Fußballkultur keinerlei Stellenwert hat. Da muss ich intervenieren. Entschuldigung. Also Fußball und Menschenrecht haben in Katar genau den gleichen Stellenwert. Ja? Beides wird sehr fest mit den Füßen treten. Ist ja klar. Auch unsere Nazi hat sich etwas überlegt, um ein Zeichen zu setzen. Ja? Sie wird die WM boykottieren. Wie immer, direkt nach der Vorrunde wahrscheinlich. Nein, natürlich nicht. Schau, der Kommunikationschef vom Schweizer Fußballverband hat sich etwas Tolles ausgedacht. Also wir haben eine Aktion mit der Mannschaft geplant. Der Captain, der Granit Xhaka, wird an einem Spiel von der WM die One Love Captain Binde tragen. Wow! Ein Bändel am Arm. Ja? Was meinen die Menschenrechtsorganisationen dazu? Ey, meinst du, bist du krass, wenn du Bandeli hast, oder was? Ja, gar nichts von Boykott und so modernem Zeugs will unser No-Bundesrat Ueli Maurer wissen. Habt ihr das gelesen? Er finanziert sich noch kurz vor seinem Abgang ein ganz spezielles Bundesratsreise und geht mal schauen, wie die so shooten in Katar. Für uns wird es sicher auch lustig, weil wenn das im Ueli sein Englisch ist, wie scheiße ist denn sein Arabisch? Ja. Aber ja klar, jetzt muss auch der restliche Bundesrat schauen, muss sich langsam positionieren zu dieser WM. Sportministerin Viola Amherd hat ja verlauten, dass sie der WM mit fernbleiben und das Spiel nur am Fernsehen verfolgen wird. Das ist jetzt schade, weil im Vergleich zum Ueli redet sie ja perfekt Arabisch, oder? Hinter unserem Hiji ist das Eischiger, was das von den Fischern ist. Alabers ist klar, Alabers ist total klar. Er bleibt zu Hause. Ja? Weil WM ist ja immer noch Sache der Kantone, erinnert euch. Nein, Blödsinn. Nein, nein, nein. Alle meidet natürlich Katar, weil dort gibt es für Ehebruch eben Peitschenhieb. Deswegen bleibt er nicht weg. Was meinen denn die Grünen zu einer allfälligen WM-Boykott? Aber schlussendlich geht es um den Fußball. Und der Fußball hat etwas Verbindendes, auch global. Und ich denke, es ist ein schönes Fest. Man darf sich das auch nicht ganz verderben. Ja, die Grünen wollen aber auch wieder mal etwas zu feiern haben. Verstehe ich schon. Was sagt die SVP? Ich bin nicht der grosse Shoot-Fanatiker. Ich schaue zwischendurch ein Schweiz-Match. Und für mich ist es klar, wenn eine Weltmeisterschaft ist, spielt das keine Rolle, in welchem Land das ist. Es soll ja völkerverbindend sein. Und jedes Land hat seine Sitte und Gebräuche. Ja. Jedes Land hat seine Sitte und Gebrüche. Komm, ob Susir ganz abhauen oder Katar Kopf abhauen, ist beides grusig, ist schon klar. Kienzer Geiselklöpfe oder Katar Frauengeiseln, beides macht Lärm, verstehen wir schon. Ob Schutzfanatiker oder Scharia-Fanatiker, beides im Grunde genommen glatte Sieche. Aber hey, was wollte man erwarten von einem, der sich Kunstrasen auf den Grimm pflanzt? Also bitte. Fanatiker. Dann, ja. FDP, ja, FDP Doris Fiala. Der FDP hat auch ein sehr gutes Argument. Ich will vielleicht nicht alle schauen. Ich verstehe auch nicht so viel von Fußball. Ja, gell? Schau, da haben gerade zwei Schwule gehängt. Ist das jetzt Abseits oder Einwurf? Ich verstehe nicht so viel von Fußball. So, was haben wir noch lesen? Ah ja, auch noch. Ist rausgekommen, kürzere Tage. Ja, und nach der Adventszeit wissen wir ja eigentlich, das macht Menschen Mühe, die einsam sind. Bundesamt für Statistik hat es bekannt gegeben, dass knapp 40% von allen Schweizerinnen angeben, keine Freunde zu haben. Ja? Ich weiss nicht, ob das Zufall ist, aber auch 40% der Schweizerinnen essen gerne Pizza Hawaii. Ja, habe ich. Migros jedenfalls hat sofort reagiert und sein Angebot auf die einsamen Leute angepasst. Schau, es gibt jetzt Strick- und Rasierklingen halben Preis. Nein, natürlich nicht, Entschuldigung. Nein, etwas anderes. Nein, etwas Lustiges. Etwas Lustiges. Migros hat jetzt Plauderkasse eingeführt. Ja, eine Filiale in Basel hat so eine Plauderkasse gebaut, ja, wo man so viel plaudern darf, wie man will. Erfunden hat das Konzept zwar die Holländer schon vor Jahren, aber komm, eigentlich dürfte Migros auch etwas kopieren. Kommt, hä? Bitte schön. Und jetzt frage ich mich natürlich, Plauderkasse, wie muss man sich das vorstellen? So. Grüezi Wolf Rausch Tirnema, wie geht's denn? Nein, natürlich nicht. Es ist eine echte Kasse,
mit einem richtigen Mensch, der einem richtig zulässt. Wo jedem zulässt, die arme Sau, ja? Aber worüber redet man denn so an der Plauderkasse? Also einer zum Beispiel hat über ihre Krankheit geredet. Ja, ist auch schön, ne? Schauen Sie, ich habe hier ein entzündetes Hühnerauge, das wollte ich Ihnen noch zeigen. Ja? Ja, da bekommt der Begriff Krankenkasse eine ganz neue Bedeutung. Aber ganz ehrlich, mir ist lieber frustrierte Senioren plaudern an der Mikrokasse als in der Arena, am Fernsehen. Ne? Und auch sonst ist ja die Mikro schon sehr seniorenfreundlich. Denkt an die Inseratwand hinter der Kasse. Haben Sie die schon mal gesehen? Das ist so also quasi Senioren-Darknet. Ne? Dort findet man noch Abnehmer für den richtig weirden Shit, zinkte Bingo-Karten, tief verkleidete Rollatoren, Auftragskiller. Ja, ja. Und, oh, mega schlimm, handgefilzte Krippenfiguren. Fazit, in der Migros ist wirklich alles und jeder willkommen. Außer vielleicht SUV-Fahrzeuge. Die machen aber überall Ärger. Sorry! Bin nicht so rasen, bitte, hier in der Windelabteilung. Könnt ihr Senioren haben? Und ich kann einfach nicht Rücksicht nehmen. Ich verstehe es einfach nicht. Na toll, jetzt noch so einen SUV-Hauswagen hier im Gang. Exco, give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. Exco, deliver to you. Hallo, könnten Sie ein bisschen auf die Seite stehen, bitte? Moment, Rigatoni verfallen. Wir wissen doch alle, dass einfach die Hörnli die geilsten sind. Kommen Sie. Fahren Sie doch einfach an mir vorbei. Wie soll das gehen mit Ihrem riesen SUV-Bonzenkarren? Sie sind ja nur neidisch. Ich will einfach kein Menschenleben auf dem Gewissen haben, hier in der Abteilung. Und mir ist meine Sicherheit wichtig. Sicherheit? Geben Sie es doch zu. Sie kompensieren doch mit dem Riesenkarren einfach Ihres kleinen... Was? Ihre Mann hat ein kleines Pfeifli. Jetzt ist es. Ich bin geschieden. Eben? Jetzt hat der, der selber Cipollata hat. Sehen Sie, ich brauche eben nicht so viel Platz. Ich brauche den Platz. Ich habe ein Kind. Schauen wir jetzt mal hier rein. He. Typische Riesenkarre und 8 kleine Wachtleier hier drinnen. Und sagen Sie mir, wo sind denn bitte die Kinder? He? Hoi, Mami. Hi, Schatz. Mit dem Zweitwagen unterwegs. Zweitwagen, typisch. Was haben Sie da oben für einen Bordcomputer? Das ist meine Rückfahrkamera. Naja. Und klar, Offroad-Pneu aufgezogen, oder? Ist ja klar, weil das Himalaya-Salz gibt es ja nicht um die Ecke, sonst muss man persönlich mit dem Vierradantrieb im Himalaya oben holen. Sorry. Sie lachen jetzt, aber wenn es dort vorne irgendwo Flüssigkeit hat, komm ich mit meinem SUV durch. Bitte schön, der unnötige Verbrauch hier. Mein Suff nicht viel mehr als Ihren. Ja, meine im Fall nur mit 2 Franken pro Einkauf. Wie viel denn Ihren wollte ich wissen? Das hört sich gerne nicht an. Es kommt auch noch ein Fahrschuh. Sorry, Sie können hier nicht durchfahren. Ja. Da steht ein SUV, ein saudreckig und verblödet Karren im Weg. Also Martina, mit so etwas müssen wir natürlich auch rechnen. Gell? Gerade in dieser hochfrequentierten Pasta-Abteilung ist halt nichts mehr mit Einkaufskörbchen. Gut, also dafür können wir jetzt gerade über rückwärts rausfahren. Das machen wir zuerst. Produkt nicht vergessen. Rückspiegel. Nein. Wo sind wir stehen geblieben? Yo, get it twisted. This rap shit is mine, motherfucker. Ich komme ja überall durch. Hörnli sind die Besten. Martina, die gute Fresse, kannst du die Prüfung nicht bringen. Ich muss aber bestehen. Ich habe doch den Leasingvertrag für den SUV schon unterschrieben. Da kommt gerade das Fax rein. Oh, Jesus Gott, habt ihr das mitbekommen? Habt ihr das mitbekommen? Wahnsinn. Stadt Schaffhausen hat extreme Probleme
mit Appenzeller. Leider bleibt ein kleiner Wermuts- bzw. Appenzellertropfen. Dass einige Ratsmitglieder sich trotz klarer, gegenteiliger Instruktion weigerten, ihre knapp 60 konsumierten Digestifs selbst zu bezahlen, wie dies üblich ist, finde ich geschämig. Ja, über 60 Schnaps hat die Stadtregierung gesoffen, Schaffhausen. Wer genau von der Regierung so kräftig zugeschlagen hat, ist nicht bekannt. Ich tippe mal auf die Dame dort oben rechts, würde ich jetzt mal sagen. Mm. 60 Schnaps oder wie es bei der Mittepartei heisst, Brönsche. Um mit weh als ein paar unbezahlte Schnaps geht es in einem Fall, wo SRF investigativ recherchiert hat. SRF investigativ bitte nicht verwechseln mit Schaffhausen Digestif. Ja? Das ist etwas anderes. Man hat herausgefunden, nach der WM-Vergabe in Katar im Jahr 2010 soll die Schweiz jahrelang als Dreischiebe für ein Spionagenetz gedient haben, das von Katar aus finanziert worden ist. Laut Recherche hat sich das, der kleine Wüstenstaat, rund 400 Millionen Dollar kosten. 400 Millionen Dollar sind umgerechnet rund 40 Millionen Appenzeller im Bären Schaffhausen. Ja? Oder 100, 119, 11. Ja, also einfach richtig viel Geld. Für viele ist die Geschichte eine der grössten Spionageskandale in unserem Land in den letzten Jahren. Für den Ex-FIFA-Funktionär Guido Tognoni hingegen. Aber in der Essenz ist es für mich die teuerste Pfadfinderübung, die es je gegeben hat. Ja, weltweiter Spionage-Thriller oder einfach überfinanziertes Sommerlager von der Pfadi Schaffhausen. Entscheidet selber und kommt mit auf eine Reise über 5 Kontinente. Zu zwielichten Doppel-Null-Agenten, ethischen Hacker und mörderisch schlechten PowerPoint-Präsentationen. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Wie hat das alles angefangen? Nach der Vergabe der WM an Katar haben sich natürlich schnell negative Stimmen, ihr wisst es, zu dem Entscheid gemeldet. Die Gründe sind bekannt: Menschenrechtsverletzungen, architektonischer Gigantismus mitten in der Wüste und ja, ein äußerst fragwürdiges, hässliches WM-Maskottchen. Entschuldigung, was soll das sein? Donne, ja? Die flatternde Liste mit den Gründen, warum ein WM in Katar stattfinden muss? Oder ist doch der ruhelose Geist von verunfallten Arbeitsmigranten? Wissen wir nicht. Klar ist, FIFA Gott Sepp Blatter hat öffentlich über eine Neuvergabe von der WM nachgedacht. Das FIFA-Exekutivkomitee kann den Austragungsort ändern. Es hat das Recht, die WM wieder wegzunehmen. Wir können alles. Ja, für ein kleines Land mit relativ wenig Einfluss, aber relativ viel Geldmittel wie Katar, wäre das ein nicht wieder gutzumachender Prestigeverlust gewesen. Etwas, das man mit allen Mitteln verhindern hätte wollen. Kurz nach der Vergabe und der kritischen Zwischenrufe sind über einen Schweizer Server Hackerangriff gestartet worden. Auf der in Zürich lebende FIFA-Berater Peter Hargetay. Der hat damals nicht nur FIFA-Präsident Blatter beraten, sondern vor allem auch der direkte Katar-Konkurrent in Sachen WM-Vergabe, Australien. Über seinen Privatcomputer sind verdächtige Anfragen eingegangen. Greetings for the day. I am quite nervous how to start and where to start. I have seen many YouTube videos of yours. You are my role model and I have learned many things from you. Ja, nein, es handelt sich dabei nicht um eine Mail von einem nigerianischen Prinz, der 1 Million verschenken will, und auch nicht um eine geschäftliche Anfrage von Matullo Blocher. Nein, sondern es ist um eine Jobanfrage gegangen von einer angeblichen Grafikerin. Im Anhang von diesen Mails ein Spionageprogramm, wodurch der Absender Zugriff auf den Computer von dem FIFA-Berater wird bekommen. Untersuchungen der Zürcher Polizei haben ergeben, die Hackerangriffe sind via angemeldeten Schweizer Server von einem indischen Unternehmen aus gestartet worden. Appin Security. Nein, nicht Appu Security, sondern Appin Security. Vom Unternehmer und ethischen Hacker. Wir brauchen 77.000 ethische Hacker. Wir müssen was unternehmen. The future starts here. Ethisches Hacking. Was soll das genau sein? Ja? Man lernt noch schnell den digitalen Papierkorb, bevor man sich wieder ausloggt, eventuell. Was kommt als nächstes? Biosklaverei mit Kindern aus der Region? Ich weiß es nicht. Ja? Jedenfalls von Indien, von diesem Unternehmen, haben Spuren weitergeführt. Nach New York. Das mal zu ihm.
So, jetzt hört auf mit dem Simpson-Blödsinn, bitte schön, ja? Also, die Spuren führen zum Ex-CIA-Agent Kevin Chalker. Gut, die sehen sich schon noch ähnlich. Sagen wir im Vergleich. Ja, irgendwie, ja. Also, der Ex-Agent mit dem Gesicht von einem Simpson-Bösewicht ist Chef von der Sicherheitsfirma Global Risk Advisors. Unsere Kunden brauchen Problemlösungen bei schwierigen geopolitischen Herausforderungen. Geopolitischen Herausforderungen, ja. Also, er meint wahrscheinlich ethisch bespitzeln, meint er wahrscheinlich. Gelegte Dokumente zeigen, dass Global Risk Advisor mit dem Chefagent Kevin 000, ja, ein 100 Millionen Dollar teures Netzwerk aufgebaut haben. Der Auftraggeber, die höchsten katarischen Regierungskreise. Ziel, eine gigantische Rufmordkampagne gegen die Gegner und Konkurrenten von Katar durchzuführen. Name der Mission wirklich war Project Merciless. Projekt Gnadenlos. Projekt Gnadenlos. So heisst doch die Ausflüge vom Schaffhauser Stadtrat, oder? Glaube ich eigentlich. Nein, warum denn so bescheiden? Warum nicht gerade Project Al-Khafifa? Oder origineller mit einem Schweizbezug, Projekt Ciao Sepp. Wäre einfacher. Praktischerweise haben wir den ganzen hochvertraulichen Missionsplan von Global Risk Advisors zugespielt bekommen. Das ist also quasi die Offerte, das Vorgehenspapier, wo der Ex-CIA-Agent Chalker Katar präsentiert hat. Wir haben sie so durchgeschaut und ja, auch wir sind ein bisschen enttäuscht gewesen. Sieht ein bisschen aus wie meine erste PowerPoint-Präsentation dazu mal. Also, Chalker bräuchte eigentlich dringendst grafische Unterstützung. Warum nicht gerade von einer indischen Grafikerin? Greetings for the day, you are my role model and I have learned many things from you. Egal, wichtig ist ja, was da drinnen steht in einem Bericht. Und das reicht von höchst brisant bis höchst banal. Aber immer genug wahnwitzig, um sich zu fragen, ist das wirklich alles ernst gemeint? Katar muss vorausschauend Informationen beschaffen, um allumfassend informiert zu sein und die Pläne sowie Intentionen zu verstehen von FIFA-Präsident Sepp Blatter und seinen zentralen Untergebenen, die die Weltmeisterschaft verunglimpfen. Was nichts anderes heisst als Bespitzelung, Überwachung und Beeinflussung vom innersten FIFA-Kreisen. Und egal, ob das jetzt ernst war oder nicht, bewiesen ist, 66 Agenten auf 5 Kontinenten verteilt sind über 9 Jahre mit diesen Aufgaben beschäftigt worden. Mich interessiert, haben die alle ihre Schnaps selber bezahlt? Steht leider nicht da drin, aber dafür nur das. Das ultimative Ziel ist es, weltweite Penetration zu erreichen, damit zukünftige Angriffe verhindert werden können. Ja, nicht Ethik. Oberstes Ziel von Kevin Chalker, die weltweite Penetration. Ja? Also er will uns alle ficken, im Klartext. Besonders wohlgefühlt hat man sich anscheinend dabei als Agent in der Schweiz, genauer in Zürich. Gelegte Dokumente beweisen weiter, die Agenten von Global Risk Advisors haben sich nicht nur in Zürich mit ihren Auftraggebern aus Katar getroffen. Kevin Chalker persönlich hat Observationen von FIFA-Funktionären und Journalisten getätigt und so zum Beispiel Hotelzimmer verwanzt. Das erste Mal in dieser Geschichte, dass mir der Agent 000 Kevin Chalker wirklich leid tut. Ja, stell dir vor, du musst stundenlang das Videomaterial von Sepp Blatter im Hotelzimmer sichten. Ja, das ist lustig, aber halt auch ein Problem. Weil Spionage für ein fremdes Land ist auf Schweizer Boden verboten. Außer du bist Leserreporter beim 20 Minuten oder Sozialdetektiv, das ist völlig klar. Wie die Geschichte ausgegangen ist, das wissen wir. In 2 Wochen ist Abpfiff, ja? Nicht in Australien. Auch nicht in Indien. Und leider auch nicht in Springfield. Sondern in Katar. Ist also, kann man das so sagen, Projekt Gnadenlos ein Erfolg gewesen? Es war gar nicht möglich, die WM in Katar wieder wegzunehmen. Und das ist eine Fiktion, wo die Amerikaner, die Cowboys, haben das aufgebaut, um Katar zu erschrecken. Und Katar ist voll über den Tisch gezogen worden. Ja, so viel Lug und Betrug. Da fragt man sich schon, wer sind die Täter? Wer sind die Betrogenen? Ex-CIA-Agent Chalker, der die Welt ficken will? FIFA-Funktionäre von Katar, die Katar die WM geschenkt haben? Katar selber vielleicht, wo auf den Chalker und nur in Drohkulissen reingefallen sind? Die Staatsanwaltschaft von Zürich, die den Fall nicht weiterverfolgt hat? Oder doch der von Appin Security, der unterdessen übrigens der Schwor eine millionenschwere Villa, ja, am bewohnt? Es ist schwierig, hier den Überblick zu behalten. Ein Fall für unseren Troubleshooter, Gabriel Vetter.
Ja, herzlich willkommen zu Troubleshooting am Problemlösungsformat von Deville. Unser Problem heute? Gut. Oder bös? Ja, die Spionageaffäre rund um Katar und FIFA zeigt, es wird immer schwieriger herauszufinden, wer in einer Sache jetzt der eigentlich Bösewicht ist. Ich meine, Katar, ein pseudodiktatorisch geführter Ministaat mitten in der Wüste, lässt FIFA, ein pseudodiktatorisch geführter Ministaat mitten auf dem Zürichberg, ausspionieren. Also für mich tönt das ein bisschen wie wenn ein Drogendealer an einem anderen Drogendealer das Töffli klaut. Da fragst du dich auch irgendwie, hey, wer ist jetzt da wirklich der Bad Guy? Und das ist auch eine wichtige Frage. Aber ich glaube, zuerst müssen wir mal den Begriff klären. Was heisst eigentlich gut und was heisst schlecht? Ein Fehler, den wir alle machen, ist, dass wir ein Adjektiv gut und ein Substantiv es Gute zu unter Opsi bringen. Ich meine, das Adjektiv gut zeigt ja nicht, ob etwas im moralischen Sinn gut ist, sondern es ist einfach ein Zuweisungsmerkmal. Ein Beispiel. Der Goldfisch da zum Beispiel. Das ist ein guter Goldfisch. Warum? Er sieht aus wie ein Goldfisch, verhält sich wie ein Goldfisch. Gut, er ist jetzt nicht der beste Goldfisch, den die Welt je gesehen hat. Er ist jetzt nicht der Roger Federer von der Goldfisch, aber er ist stabil. Er ist so ein bisschen Patti Schneider. Ganz normaler Goldfisch. Das heisst, er erfüllt die meisten Kriterien, um als Goldfisch durchzugehen. Hingegen, der Giraffe hier ist sehr ein schlechter Giraffe. Warum? Er ist gar keiner. Also, er hat viel zu kurzen Hals, viel zu wenig Beine, es hat viel zu viel Wasser um ihn herum. Kurz, das Gesamtpaket Giraffe ist da mangelhaft. Und was lernen wir daraus? Dass die Welt komplex ist. Das Tier da ist also gleichzeitig sehr gut und sehr schlecht. Guter Goldfisch, schlechter Giraffe. Ne? Das Gleiche gilt aber auch, wenn man über das Böse redet oder über das Schlechte. Natürlich ist das Schlechte an sich nie gut, aber in seinem Schlechtsein kann auch etwas Schlechtes, ein Adjektiv, gut für sich beanspruchen. Klingt kompliziert, ist aber so. Ein Beispiel, der Hitler. Wir kennen den alle. Hitler, schlechter Mensch. Furchtbar schlechter Mensch. Schlechter Maler auch und wahrscheinlich auch schlechter Giraffe, aber vor allem schlechter Mensch. Aber Obacht, guter Nazi. Also, nicht, dass jetzt Nazis hier etwas Gutes wären. Im Gegenteil. Aber weil jetzt seine Nazihaftigkeit angeht, da ist der Hitler historisch relativ weit vorne dabei. Top 5 mindestens. Easy. Also, Hitler, sehr guter Nazi. Der Goldfisch da dagegen, relativ schlechter Nazi. Also, schau mal an, er ist nicht blond, er ist nicht gross gewachsen, hat noch nie einen Nachkriegskrieg gestartet, noch keine einzige Wannsee-Konferenz angeteigert. Der Goldfisch ist jetzt wirklich nicht gerade der Odin. Also, wenn alle Nazis zusammen würden Völkerball spielen, der Goldfisch da würde jetzt wahrscheinlich als Letzter gewählt werden. So. Und das ist auch gut. Weil es ist gut, ein schlechter Nazi zu sein. Am besten ist man gar keiner. Wie ist ein Odin da? Also, was ich sagen will, ist, man muss einen moralischen Kompass haben, um können entscheiden, was per se gut und was schlecht ist. Und das ist verdammt anstrengend. Und weil wir hier in der Schweiz zu faul sind, um uns mit dem moralischen Kompass wirklich auseinanderzusetzen, haben wir Neutralität erfunden. So, und darum schicken wir ja jetzt trotz grosser Bitten auch gar keine Waffen in die Ukraine. Weil wir uns gar nicht wollen überlegen, wer von diesen zwei dort drinnen jetzt irgendwie könnte der Bad Guy sein. Das heisst, wir Schweizer teilen die Welt nicht in gut und schlecht als Substantiv, sondern in gut und schlecht als Adverb. Also, wir fragen nicht, ist etwas gut, sondern ist etwas gut gemacht? Ich nenne das auch die grammatikalische Landesverteidigung. Das heisst, und das ist auch mein Lösungsvorschlag für die heutige Frage nach gut und schlecht, uns Schweizer ist es total egal, ob Katar die FIFA bespitzelt oder ob sie in Katar Menschenrechte verletzen. An der Schweiz ist es wurscht, wenn schlechte Menschen schlechte Sachen machen. Solange es gut gemacht ist, haben wir damit eigentlich kein Problem. In dem Sinn, macht's gut oder macht's besser. Danke, Gabriel Vetter, für die wertvolle Orientierung in diesem moralischen Dickicht. Eine Frage müssen wir jetzt noch jemanden stellen. Sepp Blatter, welche Massnahmen hätten Sie ergriffen, wenn das alles ans Licht gekommen wäre, also dazu mal so, 2012? Ja, also das ist jetzt eine Müssig, weil die Geschichte ist vorbei, die Zeit ist vorbei. Aber wenn man das gewusst hätte, hätte man gesagt, ey, 2012, was ist denn los mit dem?
Ja, kann man auch heute noch fragen. Hey, Katar 2022, was ist denn los mit euch? Das war es auch schon wieder gesehen von uns. Wenn auch die Hintergründe von dem Fall weiter interessiert, den ganzen Bericht von SRF Investigativ gibt es unter deren Adresse hier. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Alles wird gut. Danke fürs Zuschauen. Goal.